Halt nicht einfach auf. Man hört euch jetzt irgendwie nicht so gut. Deswegen hängen wir gerade ein bisschen in der Luft. Sarah ist jetzt erstmal in den Park gegangen. Und wir haben beschlossen, dass wir an unserem neuen Tisch ta-ta-ta-ta, ein bisschen fangen den Hut spielen, bis Mama wieder da ist. Ja? Das war einfach. Das war einfach. Nein! Bei uns gibt es ja echt selten Fleisch, weil wir probieren nur Fleisch zu essen, wenn wir wissen, wo es herkommt. Was zugegebenermaßen sehr schwierig ist. Aber wir haben hier um die Ecke einen Fleischer gefunden, der Fleisch und Wurst in einer super guten Qualität verkauft. Und Magnus und ich, wir gehen jetzt Fleisch holen, weil wir wollen Bolognese kochen. Und vielleicht wisst ihr das, eine gute Bolognese dauert sehr lange und man braucht sehr gutes Fleisch und sehr gute Zutaten. So, und euch nehmen wir jetzt mit zu dem Fleischer, weil das lohnt sich echt, sich das anzugucken. Da wollen wir hin, ins Fleischerei-Fachgeschäft Bünger. Da haben wir jetzt aber Glück, wir sind zu spät, ist alles leer. Ich muss von dem Bratwurst noch ein paar haben. Ja, okay. Dann hätte ich gerne... Okay, da haben wir jetzt wirklich, wirklich Glück gehabt. Das macht noch am Samstag 13:30 zu. Verrückt. Nämlich dann, wenn ich da hinfahre, nehme ich die Kamera nochmal mit und dann zeige ich euch die Auslage, weil die ist wirklich spektakulär. Sieht alles verdammt gut aus und super frisch. So, wir waren einkaufen und wisst ihr ja, 1,5 Kilo. Und ich habe eben schon zu Sarah gesagt, wenn man Fleisch, also gutes Fleisch kocht, ist es echt sau teuer. Man merkt schon einen Unterschied, ob es nachvollziehbar, ob man nachvollziehen kann, wo das Fleisch herkommt und dementsprechend man Aufpreis bezahlt oder ob man es einfach irgendwo kauft. Eine gute Bolognese besteht meiner Meinung nach aus gutem Fleisch, Karotten, Sellerie, Tomatenmark, passierte Tomaten, gestückelte Tomaten. Das Geheimnis ist, dass man sehr lange kochen lässt. Also im besten Fall macht man einen Riesentopf und kocht es dann 6, 7, 8 Stunden ein, bis irgendwann ganz wenig rauskommt und es mehr so eine schlotzige Masse ist. Und genau damit fange ich jetzt an. Was ist da jetzt eigentlich drin? 3 Dosen stückige Tomaten, 2 Packungen passierte Tomaten, 2 Flaschen Rotwein, 1 Tube Tomatenmark, 1/2 Sellerie, 4 Karotten, ungefähr ein bisschen was über 1 Kilo gemischtes Hackfleisch. Wir warten jetzt, bis das kocht. Wenn das kocht, dann stelle ich klein Deckel drauf und dann lassen wir das hier bis heute Abend stehen. Und heute Abend, im besten Fall, ist noch so viel übrig. Die ganze Flüssigkeit ist alles weggekocht und dann ist das jetzt geilste Bolognese, die ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Martha kriegt seit ein paar Tagen Brei. Wir haben das Gefühl, dass sie da richtig Spaß dran hat. Martha sieht aus wie ein Schwein. Das ist soweit. Nachdem ich so lange daran rumgekocht habe, gibt's gleich Essen. Sarah? Sieht das lecker aus, Maggi? Ja, kann ich noch Ketchup drauf? Ne, ist Ketchup schon drin? Ja, wie denn? Habe ich noch reingemacht. Natürlich nicht. Piep, piep, piep. Ich hab mich lieb. Wir haben uns alle lieb. Wir haben heute 2 Pakete bekommen. Ich würde jetzt gerne mal hoppen, dass ich keine Ahnung habe, was da drin ist, um es ein bisschen spannend zu machen, aber es ist mir wohl ein bisschen unglaubwürdig. Sarah ist nicht da und ich habe mir gerade eben überlegt, ich werde das jetzt aufbauen als kleine Überraschung. Das heißt, ich mache mit euch zusammen jetzt die Kisten auf und wir gucken mal, was da drin ist. Ganz offensichtlich ist da drin ein Teller mit Löffel und Gabel und Lätzchen. Da. Ah, also eine Gummibeschichtung unten dran, damit das nicht über den Tisch rutscht. Eine Ess- und Spielschürze. Als wäre das bei kleinen Kindern nicht das Gleiche. Eine Schürze, die man Martha überziehen kann,
damit sie nicht alles voll saut. Und zu guter Letzt Trinkbecher mit einer Beschichtung, dass die auch nicht wegrutschen. Ich frage mich ja ernsthaft, ja, warum das für Mädchen alles rosa sein muss. Könnt ihr auch eine andere Farbe haben. Könnte auch gelb sein oder grün. Aber irgendwie ist es so drin, Mädchen, das muss rosa sein oder lila. Dann ich glaube, das ist schnell zusammengebaut. Man holt das Kind ganz offensichtlich raus, indem man diesen Knopf drückt und dann bewegt. Und dann kann man das ganze Teil nach unten klappen. Also, da. Und dann kann man das Kind hier reinsetzen. Jetzt stellt sich noch die letzte Frage. Wofür ist das gut? Na, das macht natürlich auch Sinn, ja. Also man kann quasi, man setzt das Kind an. Das Kind saut alles voll. Und dann kann man das abmachen. Man kann das... kann das dann wegtragen anscheinend. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen spanisch vorkommt, ist, dass ich finde, dass das Ding sehr niedrig ist. Ich muss es gleich mal ausprobieren, wenn das hier am Tisch stehen würde. Ja, das ist gut. Reingesetzt. Festgemacht. Kind sitzt drin. Bin gespannt, was Sarah sagt, wenn die nach Hause kommt. Ob die sich freut oder ob ihr das eigentlich egal ist. Würde mich freuen, wenn sie sich freut. So. Sarah ist wieder da, Martha ist auch wieder wach. Mir gefällt der Stuhl. Findest du den gut, den Stuhl? Ja, ich finde es so toll, dass du ihn aufgebaut hast, wenn dich weg war. Das ist süß. Wirklich. Danke. Oh. Und Papa ist unser Held, ja? Es war auch tierisch schwer. Also es war richtig schwer, weil das alles Einzelteile waren. Stimmt nicht wahr. Okay, Stuhl aufgebaut, Sarah wieder da, Baby glücklich, Papa glücklich. Sarah und die Kinder erzählen schon ziemlich lange von einem Spielplatz, und zwar einem Pettersen und Findus Spielplatz, der bei uns um die Ecke ist. Und da sind wir jetzt tatsächlich hingefahren. Und das ist echt ganz schön, er ist mit super viel Liebe zum Detail gemacht. Es sind überall so kleine Hütten, überall stehen die Hühner, und es gibt Gießkannen, halt irgendwie ein bisschen wie in dem Buch oder dem Film. Sarah ist voll in die Pfütze gelatscht. Ich hol euch raus. So, das war echt schön, aber trotzdem gehen wir jetzt nach Hause. Magnus ist voll in die Pfütze getreten. Mathilda hat eine nasse Jacke und hustet die ganze Zeit. Außerdem haben wir noch den Kuchen zu Hause, den wir noch fertig machen müssen. Mmh, die sehen gut aus. Unsere Küchlein sehen grandios aus. Die werden wir jetzt rausholen. Und dann kommt Zuckerguss rauf. Und wenn Zuckerguss rauf ist, dann machen wir noch ein paar Streusel rauf. Und dann können die Kinder morgen einen essen. Ich gehe auch vor uns. Nein, der ist Mama und Papa. Die sind auf jeden Fall schon mal sehr gut geworden. Ist noch heiß? Ja. Sehr heiß. So, wir machen immer abwechselnd. Immer einer Magnus, einer Tilda. Oh! Fertig? Okay, jetzt müssen die aber erst noch trocknen, oder? Ich glaube, ich erlaube den Kindern nachher nach dem Abendbrot, dass sie sich einen Kuchen teilen dürfen. Und Sarah und ich, wir probieren dann auch ein Stück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.